Are you listening? Damn. Heute mal ein kurzer Überblick über das Begadi EOTech-Klon 558. Und zwar ist das ein Replika des originalen EOTechs, was eigentlich ein holographisches Visier ist. Letzten Endes ist das aber hier einfach nur ein Red Dot, also ein Reflexvisier, was bautechnisch genau dem EOTech, also dem holographischen Visier, angeglichen ist. Zur Bedienung. Wir haben hier an der Seite drei Knöpfe. Einmal drücken, schaltet das Visier ein. Ist egal, welche Taste ihr dazu verwendet. Und hier oben Night Vision eigentlich, also quasi Infrarot. Das ist dafür da, dass der Zielpunkt mit Kreis einfach nur grün dargestellt wird. Wenn er nochmal drauf drückt, ist es wieder rot. Dieser Knopf ist für dunkler, dieser Knopf ist für helleres Absehen. Und zur Montage auf einer Picatinny-Schiene ist es ganz einfach ein Schnellverschluss. Das heißt, ihr drückt hier diesen Hebel nach unten, dann kriegt ihr diesen Spannhebel auf und zum Zumachen einfach nach unten drücken. Und dann geht's klack, dann rastet das ein und sitzt fest. Was ich sehr schön finde an dieser Replika ist, dass ihr hier noch eine kleine Schraube habt. Mit den Schlitzschraubendreher könnt ihr somit quasi das für eure Schiene anpassen, da ja nicht jede Schiene gleich ist. Da gibt es minimale Abweichungen und dann hättet ihr das Problem, dass das Visier hin und her wackelt, habt ihr hier nicht. Könnt ihr hier einstellen, sodass es richtig schön stramm auf eurer Waffe drauf sitzt. Zur Verstellung des Visiers habt ihr obligatorisch hier an der Seite die Einstellschrauben. Hier für die Rechts-Links-Verstellung, hier für die Oben-Unten-Verstellung. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass ihr manchmal ziemlich lange drehen müsst, bis hier irgendwas passiert in dem Visier, dass sich das Absehen überhaupt verstellt. Das ist so ein kleiner Negativpunkt, aber ansonsten funktioniert das doch recht gut. Zur Verarbeitung. Die Schutzhülle ist aus Aluminium. Hier vorne, das ist so ein, ja, ich würde sagen, so ein gummiertes Plastik. Das ist die Abdeckung, wo die Batterien auch reinkommen. Diesen Spannhebel, der ziemlich stramm sitzt, könnt ihr dieses Fach öffnen. So, und da seht ihr dann hier die Halterung. Da seht ihr dann, hängt jetzt. Das sind wirklich ein bisschen. So, und da seht ihr hier halt eben die Batterien. Kommen normale AA-Batterien rein. Also, das ist von der Sache her eigentlich kostengünstig. Zum Einsetzen müsst ihr wirklich drauf achten. Hier unten seht ihr so zwei kleine Nasen. Diese da. Dass die wirklich auch hier mit den Nasen hier oben, mit denen da, gucken, ob ihr das seht, ja, dass das hier richtig einhakt. Ich setze das mal eben wieder ein. Dazu empfehle ich immer zuerst hier richtig reindrücken. Hier zusammendrücken, dass das hier richtig reingeht. Und dann drückt ihr das hier zusammen und richtig nach unten. Schiebt das schon so in die Vorrichtung und erst dann den Hebel. Ansonsten kann es passieren, dass ihr hier das Kunststoff, wo die Batterien drinne sitzen, zerstört. Das ist unschön. Das Absehen ist soweit recht deutlich und es könnte aber ein bisschen heller sein, wie ich finde. Die Parallaxe ist soweit ganz brauchbar. Das ist okay. Ausgerichtet ist das EOTech, also das Replikat, auf die Spitze des Vogelhäuschens. Das ist nach meiner Meinung für ein Replika wirklich gebrauchbar. Ihr seht, wir gucken jetzt hier aus verschiedenen Richtungen.
auch das Vogelhäuschen und der Mittelpunkt von dem EOTech bleibt eigentlich ziemlich genau auf der Spitze. Also das finde ich für die Preisklasse ganz in Ordnung. Ja, zusammengefasst zu diesem EOTech Replika 558 von Begadi. Also, größtes Manko, was dieses EOTech Replika hat, ist ganz einfach die Verstellung des Visieres selbst. Ihr müsst da wirklich drehen, 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 dann passiert eine Weile nichts und irgendwann verstellt sich dann der Zielpunkt dahin, wo ihr es hinhaben wollt. Ich hatte wirklich auch zwei von diesen EOTechs da zum Testen. Bei beiden war das ein bisschen weniger, ein bisschen stärker ausgeprägt. Bei der einen die Links-Rechts-Verstellung, bei den anderen die Hoch-Runter-Verstellung. Also da müsst ihr mit so einem Replika bei diesem Modell zumindest von Begadi wohl leben. Das, was das EOTech hier aber nicht hat, ist Ghosting. Also ihr seht jetzt, wie ihr gesehen habt, dieses Zielvisier, diesen Kreis mit Punkt, seht ihr nicht doppelt. Also nicht so extrem, wie es bei vielen anderen ist. Was mir auch gefällt, ist die äußerliche Erscheinung, die Verarbeitung. Also das macht wirklich einen sehr hochwertigen Eindruck. Das ist in Ordnung für den Preis. Noch ein weiterer leider Negativpunkt ist, aber das ist nun mal diesen Klonen geschuldet. Das hat jedes andere auch. Es spiegelt ziemlich stark. Wenn ihr jetzt von hinten mal drauf schaut, ich guck mal, ob ihr das seht. Also das spiegelt ziemlich stark, wenn ihr reinguckt. Wenn da die Sonne drauf scheint und die ist genau euch im Rücken, dann könnt ihr euch die Haare kämmen, wenn ihr euch versucht, euren Ziel zu nähern. Also das ist dann nicht so toll, aber gut. Aber ansonsten würde ich da eine Kaufempfehlung aussprechen. Dann bis zum nächsten Mal. Hoffe, hat euch gefallen. Liken, abonnieren meinen Kanal, unterstützt mich ein bisschen und dann gibt es auch viele, viele weitere Videos. Dankeschön.